Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Tessoleros. Genau, heute Nordhanne. Nörten Hardenberger. Eine kleine 0,33er Flasche. Nörten Hardenberger Pilsator. Die überlieferte traditionelle Originalrezeptur. Und dann sorgt bei Nörten Hardenberger Pils für den beliebten Pilzgeschmack. Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516, bietet Nörten Hardenberger ausgezeichnete Qualität für alle Bierliebhaber. Zutaten: Braubasser, erstmals Hopfenextrakt. Von der Einbecker Brauhaus AG N375741 Einbeck. Wir hatten schon mal einen Einbecker getrunken, Logik, wa? Ja. Einbecker Hansebock haben wir getrunken, Naturtrüb. Hat 19 Punkte bekommen. 19 Punkte sind Bronze. Nee. Ganz knapp Silber. Ich sag trotzdem, obwohl es eigentlich ist, das ein Pilz. Das kann schon Silber werden. Ja, also gut, dass du das sagst, denn ich hätte es eher als Bronze eingetaktet. Aber wenn Einbecker Hansebock Naturtrüb 19 Punkte kriegt, dann glaube ich, kriegt das auch 19, also wenigstens 19. Silber. Ja. Ich denke auch, das wird ein Silber. Allein deswegen, weil wir so eine Pilzliebhaber sind. Was kriegst du denn da? Aufmachen. Nein. Mal auspacken oder wegpacken. So. Erstmal deutsche Reinheitsgebot. Das ist die Brille, die macht einfach nur glücklich und du willst das aufmachen. Deutsche Reinheitsgebot. Gibt schon mal einen Punkt. Ja. Auspacken oder wegpacken? Auspacken. Denn? Die Landschaft. Ja, drüber, das ist schon wieder die Kirche. Da sind die Häuser. Ist jetzt zwar kein Feld, aber es ist eine Wiese und. Hier sind Bäume und da hinten sieht aus wie so eine kleine Burg oder ein Schloss. Also einladend auf jeden Fall. Die Bierform. Naja, was heißt die Bierform? Also es sieht einladend aus. Richtig geiles Essbahnbier. Ja, für einen kurzen Zwischenstopp. Das wäre dann bei Spezial. Die mit in der S-Bahn. Ja, das wäre ja, also für mich wäre das eher bei Spezial. Über was reden wir denn hier? Na, über auspacken oder wegpacken. Ach so. Ja, na, auf jeden Fall auspacken. Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde es jetzt nicht ganz so cool. Von der Optik her. Aber ich würde es auf jeden Fall auspacken wollen. Tja, jetzt die Frage. 2 oder 3 Punkte? Ich meine, 4 Punkte haben wir insgesamt. Ja, dann 3 Punkte. Okay. So, Preis. Jetzt sieht das schon wieder aus. Mann, Alter. Also, dann kann ich ja Werbung machen für andere YouTube-Kanäle, die Bier-Tasting machen. Da wären es vom einen der Biersüffler, die 2 Jungs vom Biervergleich und die 2 Jungs vom Die Bierprobierer. Also auch exzellente Bier-Tasting-YouTube-Kanäle. Guckt euch die mal an. Ich weiß ja nicht, warum ihr je landet seid, wenn ihr so einen exzellenten YouTube-Kanäle lebt. Ja, also eins ihr alle. Da könnt ihr auch gleich mal vorbeigucken. Die machen echt sehr geile und sehr lustige Arbeit. Das ist ja eigentlich, alter Mann. So, wie teuer war das hier? 68 Cent. Eine Pulle. Ja. 0,33, ne? Wohlgemacht. Wohlgemerkt. Also 60 Cent. 0,33, kannst du eigentlich hochrechnen. Das ist im Prinzip ja bald teurer wie die Tasse heute. Also. Teuer, 0 Punkte. Oder, also. Eigentlich 0 Punkte. 68 Cent für so eine halbe. Ja, ist schon richtig. Meine Hasseröder würde 1 Punkt kriegen. Ja, hast du schon recht. Das ist ja teurer wie ein Hasseröder. Ja. Wenn du höher skalierst, ja, 0 Punkte. Ja, da muss man halt konsequent sein. Augensucht oder Augenflucht. Mal die KKP spannen hier und weh. Oh ja. Jetzt hier ist die Red Sonja. Bevor wir ihn wegkloppen, hier auf dem Bierdeckel ist tatsächlich auch was drauf. Ja, aber naja. Haben Sie sehen, ich bin mir eben nicht weiß. Nee. Nein, dennoch. Hoch. Das ist bewegt.
Tippe ein. Das ist ja total süffig. Ich trinke eigentlich immer gerne also aus der Flasche. Ich weiß nicht, shit. Macht mir mehr Spaß. Dann mach's doch. Ja, dann gut, dann gieß ein. Das ist, also das riecht total süffig. Ich wollte es übrigens ausgebildet, da ein bisschen höher hier halten, damit... Ja, jetzt muss man das immer mal wieder sagen. Ausgebildeter Ingießer. Ja, in der Ausbildung hat er das anders gehabt. Hat er doch mal einen Arm am Becken gehalten. Ui, hier, guck mal. Aber der Schaum wird sehr gut. Na. Trotzdem, das war jetzt vorher. Nee, kann ich nicht behaupten. Muss ich ganz ehrlich sagen, guck mal. Der ist ziemlich schnell weg. Hier so. Das ist großbladig, wa? Schlechter wird letzte Mal, also schlechter wird letzte Bier. Schlechter wie Budweiser. Ja. Obwohl natürlich auch gut ist, aber es ist schlechter wie Budweiser. Mhm. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, 3. Von? Von 5. Ja, ist okay. So. Ey, das sind echt gute Biere, die wir jetzt in der letzten Zeit so testen, ne? Ein Glück hoch, das war echt Quälerei. Ich hätte es hier fast so viel mit dem Kanal. Ah ja, ihr wisst ja, nach jedem Tief kommt immer auch wieder ein Hoch. Na dann, zum Wohl. Ha, süffig. Wie gerochen. Ohne Scheiß. Ja, Pilz wieder. Ich hab's doch gewusst, dass du das tust. Es driftet mir jetzt ein bisschen zu sehr ab. Obwohl. Du weißt jetzt auch nicht, wo das hindriftet. Das ist ja immer noch in der Rolle. Das will raus. Aus dem Glas in meinen Magen. Ich glaube, in Rico kauft auch jetzt irgendwie nur noch so. Bier, wo Landschaft drauf ist. Mhm. Bier, wo irgendwelche Männer drauf sind. Bier mit Gesichtern, das funktioniert bei mir nicht. Bier mit Landschaften, das ist schon gut. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist doch so ein Bier, was eigentlich jeder trinken kann. Ne? Das ist so ein Xingtau. Ja, bloß besser. War das Xingtau? Ich meine ja, aber besser, ein besser. Ich finde Xingtau ein besser. Also es ist auf jeden Fall... sehr dicht in die Richtung vom Mönchshof. Anders wie das Budweiser, aber ich denke auf gleicher Höhe. Ja, also jetzt so, wenn wir das mit dem Budweiser vergleichen, hast du auf jeden Fall mehr Geschmack im Budweiser. Ja, ist hier mehr, da gebe ich dir recht, ja. Viel milder. Mhm. Da hast du recht, das stimmt. Ich glaube, lass uns mal weiter gucken und lass uns das Bier einfach mal weiter trinken. Und dann mal fragen, ob wir was austrinken oder wegkippen. Klar, trinken wir aus. Zumal das ja nur in 33er Pulle ist. Also ich würde es definitiv austrinken, weil das ist so ein... Das kann man auch mal so zum... Das trinkst du. Das ist halt so ein Warsteiner Bier. Das ist so ein wässriges Bier. Ja, obwohl Warsteiner, muss ich sagen, ist da, denke ich mal, ein Ticken besser. Ich will jetzt viel nicht schlecht machen. Warstein haben wir getrunken. Ja, ich auch nicht. Deshalb sage ich, ich denke immer, dass Warstein ein Ticken besser ist. Also ich wünschte mir mehr Geschmack, finde ich. Ja. Das ist schon so lecker. Ja, da geht es mir genauso. Ich meine, das ist schon gut auf jeden Fall. Das ist so ein allgemeines Bier. Also so ein Bier, was eigentlich auch selbst einer trinken würde, der so nicht so gerne Bier trinken würde, mit Herbe und so. Also, die kleine Pulle, Tonatproben, Spezialpunkt. Mhm. Denn... Der verrückte Name kriegt einen Spezialpunkt. Also ich würde dem summa summarum zwei Spezialpunkte geben. Ja. Gut, Uwe, unten wird's eklig. Gucken wir mal. Also, ja, ich bin da zwiespalten. Also ich muss sagen, ja komm, wisst ihr was, ich bin auf die 7. Ich bin auf die 7. Ich bin wirklich der Meinung, man trinkt das. Was, das ist zu wenig? Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, da kann man schon 8 geben. Das fehlt ein wenig an Geschmack. Ja, das ist halt... Dann gibt es halt eine 7. Das ist halt, Leute, da fehlt was. Das ist diese... Ah.
Ja. Das aber trotzdem auf jeden Fall nochmal kaufen wollen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auch kaufen. Ja, teuer. Das stimmt allerdings. Also, ich sag mal so. Ja, S-Vampir ist das jetzt momentan mein Nummer 1. Nee, das ist so Kindle, der kleine Sixer gewesen. Ja, weil es preiswert ist. Auch so diese kleine Pulle, die Breite. Ja, weil es preiswert ist, ja. Aber vom Geschmack her ist das auf jeden Fall besser wie ein Kindle. Doch. Das war erstmal Kindle-Tipps. Gut. Aus der Region. Ja, kannst du nehmen. Noch. Bist du fertig mit zusammenzählen, oder? Ja, klar, schon lange. Ich mach das halt im Kopf. Wir sind jetzt übrigens auch bei Instagram. Ja, ich hab mich um einen Punkt verguckt. Wenn euch teilen, liken und kommentieren hier nicht reicht, dann kommt da bei Instagram mal vorbeikicken, da sind wir auch. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von einem Livestream? Stream. Und wenn Livestream, was für ein Thema denn? Sollen Jens und ich mal gucken, wie weit wir kommen mit einer Kiste Bier oder? Nein. Eine Kistenrally? Nein, wie sollen das hier? Was weiß ich? Ein Livestream mit einer Kistenrally. Immer um See. Gut, also der Uwe. Ja. Wird's oder wird's nicht eklig? Unten. So, es wird nicht eklig. 19 von 30 Punkten. Richtig, ja, ab 19 gibt's Silber. Richtig prognostiziert. Ganz knapp. Ja, also knapp. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. So. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Wie gedacht. Aber ja, bist du gleich sofort gewusst. Das hat sehr, sehr schön, freut mich auch. Es ist wirklich dieses, ist ein gutes, mal schnelles To-Go-Bier, also zum Mitnehmen. Wenn man mal kurze Wege hat oder mal so vorglühen möchte, das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Bei Nico sind kurze Wege 10 Meter. Ja, zum Beispiel, so bei 10 Meter geht's los, genau. Ach ja, und das nächste Bier? Ja, was gibt's als nächstes? Ja. Warte, da räumt man, ist gut. Wenn ihr mal Bock habt auf ein anderes Bier-Tasting-Video und bei uns gerade mal eine Schneue drin ist, dann könnt ihr ja nochmal beim Biersüffler vorbeigucken oder beim Biervergleich oder bei die Bierprobier. Und uns gibt es jetzt auch bei Instagram. Ich hab dem alten Mann mal gezeigt, wie Instagram funktioniert. Das war eine Katastrophe. Und jetzt nochmal was ganz anderes. Corona Extra. Was ist denn das für eine Plörre? Das gibt's beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut, Prost. Liken, teilen, kommentieren. Wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.